Sie waren auf dem Weg in die neue Welt, als ein Treffen mit einem Eisberg all ihre Träume und Hoffnungen zunichte machte. Es gab Panik und Tränen und herzzerreißende Verabschiedungen. Wie die von Jack und Rose, oder? Sehen wir mal, wie gut ihr euch mit der Geschichte der Titanic auskennt. Die Liebesgeschichte von Jack Dawson und Rose DeWitt Bucater war von wahren Begebenheiten inspiriert. Was meint ihr, ein Mythos oder Fakt? Die emotionalste Titanic-Liebesgeschichte wurde voll und ganz von den Drehbuchautoren und dem Regisseur des berühmten Films James Cameron erfunden. Einige Passagiere in der Geschichte waren jedoch echt und durch Zufall gab es tatsächlich einen Jay Dawson an Bord. Sein Name war jedoch Joseph, nicht Jack, und er war ein Kohlentrimmer. Der teuerste Gegenstand, der mit der Titanic verloren ging, war ein Gemälde von Pablo Picasso. Was meint ihr dazu? Das ist ein Mythos, der ebenfalls aus dem berühmten Film stammt. Der wertvollste Gegenstand, der mit der Titanic unterging, war vermutlich ein Gemälde von Mary Joseph Blondell aus dem Jahr 1814. Andere Wertgegenstände waren eine Violine von Wallace Hartley, dem Musiker, der darauf bestand, bis zum Untergang zu spielen. Außerdem gab es einen Renault Typ CB Coupe de Ville, der heute Millionen Euro wert wäre, ein handschriftliches Manuskript von Joseph Conrad, Erstausgaben von Aufsätzen von Francis Bacon, 5 Steinway-Flügel und natürlich feines chinesisches Porzellan und Schmuck der Passagiere aus der ersten Klasse. Die Titanic war das größte und luxuriöseste Passagierschiff seiner Zeit. Klingt das wahr? Ja, das stimmt. Im April 1912 war die Titanic das größte jemals gebaute Schiff. Sie war fast 270 Meter lang und konnte maximal 2435 Passagiere beherbergen. Das ist im Vergleich zum größten modernen Kreuzfahrtschiff, der Symphony of Seas, nichts. Sie ist nur ein bisschen länger als die Titanic, kann aber mehr als doppelt so viele Passagiere aufnehmen. Und ja, was Luxus angeht, ist die Titanic vermutlich bis heute ungeschlagen. Auf heute umgerechnet kostete es mehr als 185 Millionen Euro, sie zu bauen. Die Fahrkarten waren auch sehr teuer. Kein Wunder, Tickets für die erste Klasse hätten heute zwischen 1600 Euro für eine Koje und 47.000 Euro für eine der zwei Edelsuites gekostet. Tickets für die zweite Klasse kosteten 650 Euro. Passagiere der dritten Klasse hätten zwischen 160 und 430 Euro zahlen müssen. Die meisten Passagiere des unsinkbaren Schiffs überlebten. Wahr oder falsch? Leider ist das falsch. Nur 37% aller Passagiere überlebten die Reise mit der Titanic. Rund 61% aller Passagiere der ersten Klasse, 42% der Passagiere der zweiten und 24% der Passagiere der dritten Klasse überlebten. Die Titanic durchquerte das Bermuda-Dreieck, als alles schief ging. Vermutlich ging sie deshalb unter. Was meint ihr? Mythos oder Wahrheit? Das ist zu 100% ein Mythos. Die Titanic näherte sich dem Bermuda-Dreieck nicht einmal. Das Schiff sank rund 650 Kilometer südlich von Neufundland, was weit vom Norden des Bermuda-Dreiecks entfernt ist, dem berühmten Ort, an dem Schiffe und Flugzeuge spurlos verschwinden. Der Mond könnte für den Untergang der Titanic verantwortlich gewesen sein. Richtig oder falsch? Das stimmt. Der Mond beeinflusst die Gezeiten auf der Erde stark. Je näher er der Erde ist, desto stärker sind die Gezeiten, was an der zunehmenden Anziehungskraft des Satelliten liegt. 1912 war der Mond uns so nah, dass mehrere Gletscher in Grönland zerbrachen. Riesige Eisbrocken dieser Gletscher trieben in den Süden. Dieser Supermond trat nur 6 Minuten nach der Springtide auf, der Anordnung von Mond, Sonne und Erde alle 2 Wochen, bei der ihre gemeinsame Anziehungskraft am stärksten ist.
Und am Tag zuvor war unser Planet der Sonne näher gekommen als im ganzen Rest des Jahres, was die Anziehungskraft noch verstärkte. Dieses Zusammenspiel von Begebenheiten schuf die perfekten Bedingungen für eine der stärksten Gezeiten der Geschichte. Eisberge, die von Grönlands Gletschern abbrachen, trieben in Richtung der Küsten von Labrador und Neufundland, wo sie meist strandeten. Um weiterzukommen, mussten sie entweder schmelzen und leichter werden oder eine Flut erwischen, die sie weitertrug. 1912 war die Flut höher als gewöhnlich. Wegen der Menge an Eisbergen wurden viele Schiffsrouten nach Süden verlagert. Nur die der Titanic nicht, denn man glaubte, sie sei unsinkbar. Der Untergang der Titanic dauerte 4 Stunden und 40 Minuten. Was meint ihr? Falsch. Und wenn ihr Titanic-Experten seid, wisst ihr bestimmt, dass es nur 2 Stunden und 40 Minuten dauerte. Und das war langsam, wenn man den Schaden durch den Eisberg bedenkt. Die Titanic sank aufgrund ihrer Konstruktion so langsam. Im unteren Teil des Schiffs gab es 16 wasserdichte Behälter. Sie fungierten als Sicherheitsschwimmkörper. Als der Eisberg in den Rumpf krachte, beschädigte er 6 der Behälter. Die Titanic wäre nicht gesunken, wenn nur 4 beschädigt worden wären. Die 6 Behälter füllten sich innerhalb einer Stunde mit Wasser. Währenddessen kippte das Schiff leicht nach rechts. Als alle 6 Behälter voll waren, floss Wasser in den 7. Behälter. Und von da an sank das Schiff jede Sekunde schneller. Der Bug ging unter und das Heck erhob sich in die Luft. Einer der Hauptgründe für die Titanic-Katastrophe waren die Leuchtraketen. Wahr oder falsch? Was denkt ihr? Das stimmt. Wenn ein Schiff sinkt, müssen die Crewmitglieder rote Leuchtraketen abfeuern. Sie sind ein Signal an Schiffe in der Nähe, dass Hilfe benötigt wird. Aber aus irgendeinem Grund befanden sich in der Signalbox der Titanic weiße Leuchtraketen. Als das Schiff den Eisberg rammte, schossen die Crewmitglieder weiße Leuchtraketen ab. Ein anderes Schiff, die SS Californian, war in der Nähe. Der Kapitän wusste, dass die Titanic ein gefährliches Eisbergfeld durchquerte. Die Crew sah die sinkende Titanic in der Dunkelheit nicht, bemerkte aber die weißen Signale. Der Funkverkehr zwischen den Schiffen funktionierte nicht. Der Funker der SS Californian hatte den Empfänger ausgestellt. Der Kapitän der Californian hatte ein ungutes Gefühl, also schickte er ein Morselichtsignal an die Titanic. Doch es war zu spät. Das Schiff war schon untergegangen, also konnte niemand antworten. Ein anderes Schiff, die Samson, befand sich neben der Titanic. Es ließ sich ohne Beleuchtung treiben, weil es illegal Robben fing. Als der Kapitän die weißen Raketen sah, glaubte er, es sei die Küstenwache. Also fuhr die Samson so schnell wie möglich weg. Erst später, als sie in Island angekommen waren und die furchtbaren Neuigkeiten hörten, realisierten sie, dass sie ertrinkende Passagiere im Stich gelassen hatten. 1996 schaffte eine Expedition es, die Titanic vom Meeresboden zu heben. Glaubt ihr das? Wenn nicht, habt ihr recht. Es gab verschiedene Ideen, wie man die Titanic anheben könnte. Mit Luftdruck, durch riesige Drahtnetze mit flüssigem Stickstoff oder riesigen Magneten. Der einzige echte Versuch, die Titanic anzuheben, fand 1996 statt und schlug enorm fehl. Die Expedition wollte einen Teil des Rumpfes anheben, der etwa 21 Tonnen wog. Das wäre immer noch das größte Titanic-Stück gewesen, das man zurückgeholt hätte, wenn der Versuch erfolgreich gewesen wäre. Sie zogen 4 große dieselgefüllte Beutel auf den Meeresboden und befestigten sie an der Rumpfplatte. Dann wurden die Beutel freigegeben und begannen von selbst das Stück anzuheben. Die Platte war etwa 60 Meter von der Oberfläche entfernt, als das Wetter umschlug. Die Expeditionsmitglieder entschieden, das Stück in rund 130 Kilometer entfernte, ruhigere Gewässer zu schleppen. Lange bevor sie ihr Ziel erreichten, brach die Hälfte der Platte ab und sank zurück auf den Boden. Die Leinen zweier der Dieselbeutel schienen ebenfalls gerissen zu sein, wodurch der Rumpf ebenfalls sank. Wenn jemand wieder versuchen würde, sie anzuheben, würde die Titanic vermutlich auf halbem Weg zu... Heute habe ich nur 2 Rätsel für dich, aber das bedeutet, dass du sie nicht so einfach knacken wirst. Seid ihr bereit? Hier ist das erste.
Weit, weit weg von jeder Zivilisation gibt es eine abgelegene Insel mit 20 Einwohnern. Sie wurden dort geboren und haben sich ihr ganzes Leben lang mit Mathematik beschäftigt, was sie zu ziemlich perfekten Logikern gemacht hat. Leider sind sie inhaftiert, weil sie für den Nobelpreis ausgebildet werden und können die Insel nicht verlassen. Nun, eigentlich gibt es einen Weg. Jeder Inselbewohner kann sich nachts an einen Wächter wenden und darum bitten, die Insel verlassen zu dürfen. Wenn der Inselbewohner, der darum gebeten hat, grüne Augen hat, darf er die Insel verlassen. Wenn nicht, werden sie stattdessen in den Vulkan der Insel geworfen. Natürlich geht niemand das Risiko ein, weil keiner von ihnen seine Augenfarbe kennt. Die Sache ist die, dass alle von ihnen grüne Augen haben. Also könnte theoretisch jeder von ihnen gehen. Aber keiner hat es getan. Sie haben keine reflektierenden Oberflächen. Sie sind stumm und dürfen in keiner Weise miteinander kommunizieren. Die einzige Zeit, in der sie sich alle sehen, ist die allmorgendliche Aufstellung. Eines Tages erhielt ich das Privileg, auf die Insel zu reisen und mich BI der Aufstellung zu präsentieren. Ich konnte eine Ankündigung machen, aber es gab eine strikte Regel. Ich durfte ihnen keine neuen Informationen mitteilen, wenn ich nicht in einen Vulkan geworfen werden wollte. Aber ich wollte den Jungs wirklich helfen, also habe ich Folgendes gesagt. Wenigstens einer von euch hat grüne Augen. Wie viele Tage wird es dauern, bis alle die Insel nach meiner Ankündigung verlassen haben? Okay, vielleicht ist 20 auf Anhieb ein bisschen schwer zu verstehen. Also betrachten wir zunächst den Fall zweier Inselbewohner, Eta und Fei. Beide haben grüne Augen, aber sie wissen nicht, welche Augenfarbe sie haben. An dem Tag, an dem ich die Aussage verkünde, werden sie aufmerksam und schauen sich gegenseitig an, weil sie sich an die Augenfarbe erinnern. Eta sieht, dass Fei grüne Augen hat, was mit meiner Aussage übereinstimmt. Aber sie kann nicht sicher sein, dass sie auch grüne Augen hat. Fei macht das Gleiche. Sie sieht Etas grüne Augenfarbe. Aber er ist sich bei seiner eigenen Augenfarbe nicht sicher. So kommt die Nacht und keiner von ihnen geht. Als die beiden sich am nächsten Tag wiedersehen, wird ihnen etwas klar. Eta wird klar, dass Fei, wenn er gesehen hätte, dass sie keine grünen Augen hat, verstanden hätte, dass die einzige Person mit grünen Augen er ist. Und er hätte die Insel in dieser Nacht verlassen. Aber er hat es nicht getan. Eta erkennt also, dass Fei ihre grünen Augen gesehen hat und sich bei seiner Augenfarbe nicht sicher war. Also müssen ihre Augen grün sein. Fei hat die gleiche Logik und denkt, dass er auch grüne Augen hat. Jetzt wissen es also beide. Und in der zweiten Nacht gehen sie beide. Im Fall der beiden Inselbewohner sind sie beide in der zweiten Nacht gegangen. Nehmen wir an, es gibt drei Personen auf der Insel. Eta, Fei und Theta. Jeder von ihnen sieht zwei grünäugige Menschen. Aber sie können sich ihrer eigenen Augenfarbe nicht sicher sein. In der ersten Nacht verlässt also niemand die Insel. Am nächsten Morgen sehen sie sich wieder, aber leider ist sich keiner von ihnen mehr sicher. Theta denkt, dass ihre Augen vielleicht nicht grün sind und dass Eta und Fei sich gegenseitig beobachtet haben. Sie denkt sich, dass jetzt beide sehen werden, dass keiner von ihnen gegangen ist und in der nächsten Nacht abreisen werden. Jeder der drei denkt so und wieder geht niemand. Die zweite Nacht vergeht und die drei Inselbewohner treffen sich am dritten Morgen. Theta ist sich nun sicher, dass Eta und Fei sich nicht nur gegenseitig, sondern auch sie beobachtet haben. Also muss sie grüne Augen haben. Eta und Fei, die ganze Zeit der gleichen Logik gefolgt sind, stellen dasselbe fest. Also beschließen alle, dass sie grüne Augen haben und gehen in der dritten Nacht. Wenn ich nun einen weiteren Inselbewohner hinzufüge, funktioniert die gleiche Logik und es wird eine weitere Nacht dauern, um das herauszufinden. In unserem Fall gibt es 20 Inselbewohner. Alle sehen 19 grünäugige Inselbewohner und werden sich fragen, ob die anderen 18 oder 19 grünäugige Inselbewohner sehen. Sie werden sich also 19 Nächte lang beobachten und wenn sie sich am 20. Morgen sehen, werden sie alle in der 20. folgenden Nacht abreisen. Okay, gut gemacht. Hier ist das zweite Rätsel. Dieses ist meiner Meinung nach viel einfacher. Also werde ich euch eine kleine Pause gönnen. Aber ihr müsst trotzdem euren Verstand einschalten. Du machst eine Reise über das Meer und lieferst Fischtanks mit seltenen Fischarten an Wissenschaftler, die daran arbeiten, die Population der besagten Fischart zu vergrößern. Doch auf dem Weg gerätst du in einen Sturm und die Fischtanks gehen im Meer unter. Auch die Aufzeichnungen gehen verloren, sodass du nicht einmal mehr weißt, wie viele Fischaufgaben es ursprünglich gab. Trotzdem musst du sie alle finden. Die gute Nachricht. Es gibt ein Rettungs-U-Boot, das du benutzen kannst. Aber der Treibstoff reicht nur für eine Fahrt auf den Grund des Ozeans. Bevor sie also abtauchen, führen sie eine Inspektion durch.
Mit der Wärmebildtechnik werden 50 Organismen in den Bereichen entdeckt, in denen sie die Fischtanks verloren haben. Das sind ihre Fische und Haie, die nicht ihnen gehören. Mit dem Scanner scannen sie drei Regionen des Meeres genauer. Region A, Region B und Region C. Der Scanner zeigt, dass sich in Sektor A 4 Fischtanks und 2 Haie befinden. In Region B gibt es 2 Fischtanks und 4 Haie. Als du gerade dabei bist, Region C zu scannen, bricht der Scanner zusammen und zeigt dir nichts an. Du musst also herausfinden, wie viele Fischtanks es dort gibt, um das U-Boot zu schicken. Das ist keine leichte Aufgabe, vor allem weil die Aufzeichnungen verloren gegangen sind. Sie wissen nicht genau, wie viele Fischtanks an Bord waren, aber sie erinnern sich, dass es nicht mehr als 13 waren. Man weiß auch nicht, wie viele Fische sich in jedem Aquarium befinden, aber man weiß, dass es in jedem Aquarium die gleiche Anzahl ist. Es gibt auch Informationen darüber, dass es in jedem Sektor eine andere Anzahl von Haien gibt und nicht mehr als 7 in jedem von ihnen. Kannst du mit all diesen Informationen herausfinden, wie viele Fischbecken in Sektor C ertrunken sind? Hier ist alles, was wir wissen, noch einmal aufgelistet. Das Problem lässt sich am besten mit Hilfe einer Tabelle lösen. Wir wissen also, dass es höchstens 13 Fischtanks gibt. 6 davon befanden sich in den Sektoren A und B. Es gibt also insgesamt zwischen 6 und 13 Aquarien. Es können nicht mehr und nicht weniger sein, da wir bereits 6 haben. Kommen wir nun zu den Haien. In jedem Sektor gibt es nicht mehr als 7 Haie. Außerdem gibt es nie die gleiche Anzahl von Haien in 2 Regionen. Da es in den Regionen A und B 2 und 4 Haie gibt, ist die mögliche Anzahl der Haie in Region C 1, 3, 5, 6 und 7. Wir tragen diese Zahlen in die Zeilen ein. In die Spalte daneben tragen wir in jeder Zeile 6 ein. Das ist die Anzahl der Haie in den Regionen A und B. Jetzt wissen wir, dass sich 50 Tiere in den Gewässern befanden. Für jede mögliche Anzahl von Haien können wir also die verbleibende Menge an Fischen berechnen. 43 im Falle von 6 Haien plus einem in Region C, 41 im Falle von 6 Haien plus 3 in Region C, 39 im Falle von 5 Haien in Region C, 38. Wenn es dort 6 Haie gibt und insgesamt 37 Fische, wenn es in der letzten Region 7 Haie gibt. Okay, jetzt müssen wir daran denken, dass die Anzahl der Fische in jedem Becken gleich ist. Also muss die Gesamtzahl der Fische durch einen der möglichen Werte für die Gesamtzahl der Fischbecken teilbar sein. 43, 41 und 37 sind Primzahlen, die überhaupt nicht teilbar sind. Im Fall von 38 bräuchten wir 19 Becken mit je 2 Fischen, aber wir wissen, dass die maximale Anzahl der Becken 13 beträgt. Das einzig mögliche Szenario sind also 39 Fische in 13 Becken, also 3 Fische in jedem Becken. In der Region C sind also 7 weitere Fischtanks auf dem Meeresgrund verloren gegangen. Ich hoffe, du kannst sie jetzt alle finden. Daniel und Cherry telefonieren schon eine Weile miteinander. Heute haben sie beschlossen, einen Kaffee trinken zu gehen. Es ist das erste Mal, dass sie sich persönlich treffen werden. Und sie haben noch keine Fotos voneinander gesehen. Cherry schreibt Daniel: Ich werde ein paar rosa Haarspangen tragen. Als Daniel im Café ankommt, sieht er 3 Frauen. Und überraschenderweise tragen alle von ihnen rosa Haarspangen. Können Sie Daniel helfen, seine Verabredung zu finden? Schauen Sie sich den ersten Tisch genau an. Dort stehen 2 Kaffeetassen. Das bedeutet, dass diese Dame bereits mit jemandem zusammen ist. Die Dame, die am zweiten Tisch sitzt, genießt bereits ihren Kaffee und ein Buch. Offensichtlich ist sie nicht für ein Date hier. Und die dritte Dame trägt ein schönes Kleid und ihr Tisch ist leer. Sie ist also Cherry. Cherrys Ex-Freund Drake ist ein mächtiger Zauberer. Er will sie nicht gehen lassen. Also entführt er Cherry und sperrt sie auf einen hohen Turm. Mit nur einem Fenster und ohne jegliche Türen. Außerdem legt Drake ein magisches Feuer um den Turm, um ihn zu schützen, und verschwindet. Cherry wird klar, dass sie nur wenig Zeit hat, um zu entkommen. Sie schaut sich um und sieht 3 Zaubertränke. Die Flaschen sind beschriftet. Einer würde ihr unglaubliche körperliche Kraft verleihen. Der zweite würde Cherry in einen Vampir verwandeln. Und mit dem dritten kann sie jedes beliebige Tier beschwören. Welchen Trank soll sie nehmen? Selbst wenn Cherry den Turm zerstört, kann sie mit dem magischen Feuer nichts anfangen. Und kein Tier kann ihr zur Flucht verhelfen. Aber wenn sie ein Vampir wird, kann sie sich in eine Fledermaus verwandeln und wegfliegen.
Cherry entkommt und findet sich in einem verwunschenen Wald wieder. Kannst du hier 4 magische Kreaturen finden? Sieh dir diese Höhle an. Darin versteckt sich ein Troll. Außerdem sitzen 2 Kobolde auf den Blumen. Und dieser Baum ist ein Waldkobold. Cherry geht weiter und findet ein Straßenschild. Es gibt 3 Wege, die zum nächstgelegenen Dorf führen. Ein unsterblicher feuerspeiender Drache bewacht den ersten Weg. Der zweite Weg führt durch das Land einer Hexe. Sie hasst Männer und verwandelt jeden Kerl, der es wagt, ihr Land zu betreten, in eine Steinstatue. Und der dritte Weg ist ein Lebensraum für Leoparden. Kannst du Cherry helfen, den besten Weg zu wählen? Die zweite Option klingt gut. Cherry ist eine Frau. Die Hexe hat also keinen Grund, sie in eine Statue zu verwandeln, weil sie nur Männer hasst. Cherry bittet die Hexe, ihr zu helfen, das Dorf zu finden. Die Hexe bietet einen Deal an. Wenn du mein Musterrätsel löst, sage ich es dir. Aber wenn nicht, bist du für immer mein Diener. Cherry konnte nicht anders als zuzustimmen. Du kannst Pfeffer haben, aber kein Salz. Du darfst Rindfleisch essen, aber kein Huhn. Karotten, Brokkoli und Kohl, aber keine Kartoffeln in irgendeiner Form. Oh, und du musst mit einem Löffel essen. Kannst du Cherry helfen, das Muster zu knacken? Sie darf nur Gegenstände kaufen, die 2 gleiche Buchstaben in einer Reihe enthalten. Die Hexe hilft Cherry, eine Straße zu finden. 3 Fahrer halten an und bieten ihr an, sie ins Dorf zu fahren. Kannst du Cherry helfen, die sicherste Option zu wählen? Im ersten Auto versteckt sich ein Zombie auf dem Rücksitz. Und im dritten Auto gibt es keine Beifahrersitze. Obwohl die Windschutzscheibe des zweiten Wagens kaputt ist, ist es immer noch die beste Wahl. Endlich findet Cherry das Dorf. Dieser Ort ist magisch. Hier leben viele erstaunliche Kreaturen. Plötzlich kommt ein Halbhippo auf Cherry zu und schreit: Bitte, helft mir! Einer von diesen Typen hat meine Kleider gestohlen! Kannst du erraten, wer? Schauen Sie sich die Marke des Hundes an. Da steht Nilpferd. Es war also der Hund, der ihr Hemd gestohlen hat. Cherry trifft den örtlichen Bauern Timothy. Er hat in einem anderen Land Hühner gehalten. Die Dinge liefen gut und er verdiente gutes Geld. Doch dann kaufte er einen großen Hof in diesem Dorf und zog dorthin. Bald erfuhr Timothy, dass es in dieser Gegend sehr häufig zu Überschwemmungen kommt. Aber er ließ sich nicht beirren. Er beschloss, Enten statt Hühner zu züchten. Und warum? Enten können schwimmen. Hochwasser ist also nicht so gefährlich für sie. Timothy lädt Cherry zu sich nach Hause zum Abendessen ein. Doch leider hat Cherrys Ex-Freund Drake sie bereits gefunden. Er nimmt Timothy und Cherry im Haus des Bauern fest. Plötzlich klingelt das Telefon. Drake erlaubt Timothy, das Telefon zu nehmen. Aber er darf ihm die Situation nicht verraten. Sonst wird Drake sie mit seinem Zauberstab in Schlangen verwandeln. Also antwortet Timothy: Hallo Mama, wie kann ich dir helfen? Ich bin zu Hause und gehe gleich ins Bett. Wenn es kein Notfall ist, kann ich dich später anrufen. Ich bin wirklich müde. 30 Minuten später trifft die Polizei ein, beschlagnahmt den Zauberstab und rettet die Jungs. Wie hat Timothy um Hilfe gebeten? Er hielt die Stummtaste gedrückt und sagte alles außer den Worten Hilfe, Zuhause, Notruf und Anruf. Der Detektiv gibt Drake eine Chance, in die Freiheit zu gelangen. Er kann durch eine der 3 Türen gehen. Hinter der ersten Tür verstecken sich Dschungel voller gefährlicher Tiere. Hinter der zweiten Tür befindet sich ein Tank mit Eiswasser, in dem es unmöglich ist, auch nur eine Minute zu stehen. Und hinter der dritten Tür befindet sich ein riesiger feuerspeiender Dino. Welche Tür ist mehr oder weniger sicher?
Drake sollte die dritte Tür wählen. Dinos spucken kein Feuer und sie sind vor Millionen von Jahren ausgestorben. Drake kehrt in sein Schloss zurück und stellt fest, dass jemand alle Flaschen mit seinen kostbaren Tränken in seinem Labor zerbrochen hat. Drake wird wütend und verhört seine drei Goblin-Diener. Willy sagt, ich habe den ganzen Tag das Schloss geputzt. Ich habe dein Labor heute nicht einmal betreten. Tilly sagt, ich habe am Morgen im Garten Rosen gepflückt. Dann bin ich in dein Labor gegangen, um Rosenblüten für deine Zaubertränke zu holen. Alles war in Ordnung. Und Billy sagt, ich habe in der Küche Abendessen gekocht. Und dann bin ich ins Bad gegangen, um kurz zu duschen. Wer lügt hier? Tilly, er hat die Rosen nicht gepflückt. Sie sind noch im Garten. Währenddessen fährt Timothy Cherry nach Hause. Unterwegs halten sie an, um etwas zu kaufen. Können Sie anhand dieses Bildes erraten, was genau? Kiwi. Dann macht Timothy zwei Fotos von Cherry. Kannst du 10 Unterschiede zwischen ihnen finden? Hier sind sie. Jemand hat Cherrys Haus ausgeraubt, als sie am 4. Juli ein Picknick machte. Der Detektiv findet 4 Verdächtige und befragt sie, was sie an diesem Tag gemacht haben. Bobby, der Feuerwehrmann, sagt, ich hatte am Tag zuvor Dienst. Ich war sehr müde, deshalb habe ich den ganzen Tag geschlafen. Nick ist ein Student. Er sagt, ich habe den Unabhängigkeitstag mit meiner Familie gefeiert. Rick, der Manager, sagt, es war ein Feiertag und ich habe mit meinen Mitbewohnern Spiele gespielt. Dann haben wir die ganze Nacht ferngesehen. Und Kyle, der Postbote, sagt, ich war den ganzen Tag auf der Post. Alle meine Kollegen haben mich gesehen. Der Detektiv identifiziert den Einbrecher sofort. Was ist mit ihnen? Es war Kyle. Er konnte am 4. Juli nicht bei der Post arbeiten. Das ist ein Feiertag. Cherry erhält ihr erstes Gehalt und versteckt das Geld in ihrem Kleiderschrank. Cherrys drei Mitbewohnerinnen sind zu dieser Zeit nicht zu Hause. Also lässt sie das Geld einfach liegen und geht sofort ins Fitnessstudio. Nach einer Weile kommt Cherry nach Hause und stellt fest, dass ihr Geld aus dem Schrank gestohlen wurde. Sie fängt an, den ganzen Raum zu durchsuchen, findet aber keine Hinweise. Plötzlich betreten ihre drei Mitbewohnerinnen das Zimmer. Cherry fragt jede von ihnen, hat jemand mein Geld gestohlen? Bella antwortet, ich war den ganzen Tag im College. Ich bin gerade zum Mittagessen nach Hause gekommen und habe dieses Zimmer nicht betreten. Anna sagt, ich bin auch zum Mittagessen gekommen, aber nach Bella. Ich habe die Schranktür geöffnet, um nach Dokumenten zu suchen, aber es war kein Geld drin. Und Megan sagt, ich hatte keine Ahnung, dass du Geld im Schrank versteckst. Ich komme gerade von der Arbeit. Du solltest mit dem Wachmann sprechen. Wer ist der Dieb? Bella muss zu dem Schluss gekommen sein, dass, wenn Cherry diesen Raum durchsucht, das Geld nur hier gestohlen worden sein kann. Sie klingt also nicht verdächtig. Aber Anna sagte, sie habe den Schrank durchsucht und kein Geld gefunden. Außerdem hat Cherry den Schrank gar nicht erst erwähnt. Daher ist Anna die Diebin. Ich habe hier einen Tiertest für dich. Ich zeige dir ein Bild und du sagst mir, um welches Tier es sich handelt. Klingt einfach, was? Na mal sehen. Denk dran, dir deine Punkte zu notieren. Am Ende werden wir sehen, wie gut du abgeschnitten hast. Wir fangen mit etwas Leichtem an und dann steigern wir uns. Hier ist das erste Tier. Was denkst du, was das für ein Tier ist? Natürlich ist das ein Elefant. Elefanten sind die größten Landtiere, aber ihre Rüssel sind sehr feinfühlig. Ein asiatischer Elefant kann eine kleine Erdnuss aufheben und sie schälen. Als nächstes kommt das hier. Was ist es?
Das ist eine Schildkröte. Wusstest du, dass nicht die DNA für das Geschlecht einer Schildkröte verantwortlich ist? Es hat mit der Temperatur im Nest zu tun. Wenn es kühl ist, schlüpfen männliche Schildkröten. Ist es warm, sind es Weibchen. Was glaubst du, was das für ein süßes Exemplar ist? Das ist ein Pinguin. Menschen schenken ihren Liebsten Blumen, um ihre Zuneigung und Wertschätzung auszudrücken. Und Pinguine schenken sich Steine. Und weil Pinguine den Blutfluss in ihren Füßen kontrollieren können, frieren sie nicht. Ich weiß, du kennst es. Also schieß los! Ja, das ist ein Eichhörnchen. Sie nehmen das mit dem Futter ziemlich ernst. Selbst unter einer dicken Schicht Schnee finden sie es wieder. Außerdem haben sie Tricks drauf, um Nussdiebe zu überlisten. Trotzdem verlieren sie etwa 25% ihres vergrabenen Futters an andere Eichhörnchen. Erkennst du dieses Tier? Das ist ein Fuchs. Wusstest du, dass sie etwa 40 verschiedene Laute von sich geben können? Ein anderes bekanntes Tier. Wie heißt es? Das ist eine Giraffe. Ihr Fellmuster ist so einzigartig, dass es keine zwei Giraffen mit demselben Muster gibt. Außerdem trinken sie nur alle paar Tage, selbst wenn es Wasser in der Nähe gibt. Was ist das für ein Tier? Das ist ein Kamel. Sie kommen wochenlang ohne einen einzigen Tropfen Wasser aus, also sogar länger als Giraffen. Zum Vergleich, wir Menschen überleben gerade mal 3 Tage ohne Wasser. Aber wenn Kamele trinken, dann schlucken sie etwa 180 Liter auf einmal. Dieses Tier kennst du bestimmt. Was ist es? Klar, das ist ein Nilpferd. Sie futtern gerne Gras und vertilgen in einer Nacht etwa 36 Kilo. Ja, sie schlafen tagsüber und werden nachts aktiv. Und was ist das für ein Tier? Du hast es erkannt. Es ist ein Nashorn. Wusstest du, dass Nashörner ziemlich schlecht sehen können? Wenn du 30 Meter vor ihnen stehst und dich nicht bewegst, dann sehen sie dich nicht. Dafür haben sie aber einen guten Geruchssinn. Und sie lieben Schlamm. Sie wälzen sich darin, um eine Schutzschicht aufzutragen, die sie vor Insekten schützt und kühlt. Was glaubst du, was das für ein Tier ist? Das ist ein Stinktier. Wusstest du, dass sie immun gegen Schlangengifte sind? Sie fressen sogar gefährliche Schlangen. Erkennst du dieses niedliche Tier? Das ist eine Sattelrobbe. Dank ihres weißen Fells gehören sie zu den bezauberndsten Tieren auf der Erde. Aber das Fell bleibt nicht immer weiß. Sattelrobben haben es nur, bis sie etwa 6 Wochen alt sind. Was ist mit dem? Wie heißt es? Das ist ein Skorpion. Diese Biester sind sogar älter als Dinosaurier. Außerdem kommen sie 1 Jahr lang ohne Nahrung aus und sie leuchten im Dunkeln. Was ist mit diesem großen Tier? Weißt du, was es ist? Das ist ein Elch. Wusstest du, dass sie nur an Orten leben, wo es im Winter Schnee gibt? Sag mir, welches Tier das ist. Das ist ein Wolf. Sie werden blind und taub geboren. Aber das ändert sich später natürlich. Ein ausgewachsener Wolf kann hören, was in 10 Kilometer Entfernung passiert.
und sie haben etwa 200 Millionen Geruchszellen. Was ist mit diesem Tier? Weißt du, was es ist? Ein Orang-Utan. Sie sind sehr intelligent. Zum Beispiel nutzen sie Werkzeug wie Stöcke und selbstgebastelte Handschuhe aus Blättern, um sich vor dornigen Ästen zu schützen. Ich weiß, dass du das schon kennst, also raus damit! Das ist ein Erdmännchen. Sie leben in Wüsten und brauchen kein Wasser zum Überleben. Sie bekommen die nötige Feuchtigkeit von den Insekten und anderem Futter. Weißt du, wie der hier heißt? Das ist ein tasmanischer Teufel. Sie sind sehr gefährlich. Sie beißen so fest zu, dass sie Knochen durchbeißen. Sie schreien auch gerne laut, um andere Tiere zu erschrecken. Ein Funfact: Sie speichern ihr Fett in ihren Schwänzen. Als nächstes kommt das hier. Was ist das? Das ist natürlich ein Tintenfisch. Tintenfische haben 3 Herzen. Übrigens fressen sie andere Tintenfische, die kleiner sind. Erkennst du diesen Fisch? Das ist ein Zitteraal. Ihr Stromschlag ist so heftig, dass sogar ein Pferd aus den Latschen kippen würde. Weil sie so schlecht sehen, müssen sie ein schwaches elektrisches Signal aussenden, um zu navigieren. Was denkst du, was das für ein niedliches Tier ist? Das ist ein roter Panda. Seine Nahrung besteht zu 97% aus Bambus. Zu den anderen 3% gehören Eier, Blumen und kleine Säugetiere. Was denkst du, was das ist? Das ist ein Warzenschwein. Sie sind Vegetarier und obwohl sie stark sind, rennen sie lieber weg, als zu kämpfen. Übrigens mögen sie es, wenn man sie striegelt. Dafür lassen sie sogar die Affen ran. Okay, hier kommt das nächste. Kommt dir das bekannt vor? Das ist ein Stachelschwein. Sie sind sehr scheu und gute Schwimmer. Was ihre Stacheln angeht, glaube nicht diesen Mythos, dass sie sie abschießen können. Aber sie lösen sich leicht ab. Falls du mal eins anfasst, bleiben die Stacheln wahrscheinlich an deiner Hand kleben. Was ist das? Das ist ein Murmeltier. Sie schlafen den ganzen Winter und sind beeindruckende Baumeister. Ihre Behausungen können bis zu 18 Meter lang werden. Dieses Tier ist sicher ganz leicht zu erraten. Was ist es? Natürlich ist das ein Schnabeltier. Wusstest du, dass ihr Gift tödlich ist? Aber keine Panik, es wurde noch kein Fall gemeldet. Okay, was ist mit dem hier? Das ist ein Erdferkel. Im Englischen heißt es Aardvark und ist das erste Wort im englischen Wörterbuch. Sie leben auf dem afrikanischen Kontinent und laufen nicht auf ihren Pfoten, sondern auf den Zehen. Als nächstes kommt das Tier mit den verrückten Augen. Wie nennst du es? Es wird Ai-Ai genannt. Sie sind auf Madagaskar heimisch, haben dort aber keinen guten Ruf. Einige Einheimische glauben, dass Ai-Ais ihnen Unglück bringen. Was ist mit diesem süßen Kerl? Das ist ein Präriehund. Sie sehen zwar niedlich aus, aber sie sind ziemlich böse
Und sie sind sehr intelligent und haben einen großen Wortschatz. Das heißt, sie warnen nicht nur ihre Artgenossen, wenn sich Gefahr nähert. Was ist mit diesem Tier? Das ist ein Okapi und gehört zur Familie der Giraffen. Sie leben nur noch in einem Land, der Demokratischen Republik Kongo. Man hat sie erst vor etwa 120 Jahren entdeckt, und zwar 1901. Nein, das ist kein Pokémon, sondern ein Tier, das wirklich existiert. Wie heißt es? Das ist ein Nacktkima. Das ist eine Nacktschneckenart, die in flachen Gewässern in den Ozeanen lebt. Hier kommt noch ein einfaches Tier. Was ist es? Ja, das ist ein Nerz. Genau wie Katzen schnurren sie, wenn sie glücklich sind. Weißt du, was das ist? Das ist ein Margay, eine Langschwanzkatze. Niemand weiß genau, wie viele es weltweit gibt. Was ist das für ein süßes Tier? Das ist ein Pfeilhase, auch Pika genannt. Sie sind mit Kaninchen verwandt. Sie haben auch Schwänze, aber die sind unter ihrem Fell versteckt. Das letzte Tier, wahrscheinlich auch das schwierigste. Was ist es? Das ist ein Bärtierchen. Es ist eine mikroskopisch kleine Tierart, die seit 600 Millionen Jahren auf der Erde lebt. Sie hat alle 5 großen Aussterbeereignisse überlebt und wird wahrscheinlich auch die Apokalypse überleben. Wie viele Tiere hast du richtig erkannt? Schreib es unten in die Kommentare.